Herzlich willkommen zu diesem 10. Video aus meiner Reihe Microsoft Excel 2016 erste Schritte. Und in diesem Video möchte ich dir jetzt erklären, was man unter absoluten und relativen Zellbezügen versteht. Fangen wir mit den relativen Zellbezügen an. Die sind etwas ganz Praktisches. Ich habe hier schon ein Tabellenblatt vorbereitet und habe hier ein paar Zahlen untereinander geschrieben, die wir zusammenrechnen wollen. Ich gehe jetzt hier in diese Zelle hinein, mache wieder unser Gleichzeichen, damit ich etwas Excel praktisch mitteile, dass ich etwas berechnen möchte. Gehe jetzt hierher in diese Zelle, C7, tippe dann das Pluszeichen, das heißt, du wirst schon erraten können, was ist passiert. Ich möchte diese zwei Zahlen zusammenzählen, drücke jetzt Enter, gehe wieder herein und sehe dann, das Ergebnis ist 3 und die Formel praktisch steht hier in dieser Bearbeitungsleiste, steht dann C7 plus C8, das heißt 2 plus 1 ist 3. Jetzt kann ich dasselbe hier nochmal machen, Gleichzeichen machen, wieder hineingehen. Wieder ein Plus, ich gehe in die Zelle darunter, drücke Enter und es würde hier dann das angezeigt werden. Aber, was mache ich? Ich möchte das mir einfacher gestalten, das Leben, und da hilft mir Excel. Ich gehe jetzt hierher, lösche das wieder und kann jetzt hier mit Hilfe der relativen Zellbezüge hier diese Formel automatisch eingeben lassen durch Excel. Ich nehme jetzt hier unten den Anfasser, das ist hier dieses kleine, ja, dieser stärker vorgehobene Bereich, drücke hier bei gedrückter linker Maustaste, ziehe ich jetzt hier die Markierung nach rechts und du siehst, wie durch Zauberhand werden hier die Ergebnisse eingetragen und du siehst hier, wird hier ebenfalls dann die Berechnung eingetragen, die 7 plus die 8, wenn ich hierher gehe, die 7 plus die 8, das heißt, aus meiner ursprünglichen Berechnung C7 plus C8 hat Excel dann erkannt, dass ich nach rechts gehe und hier dann die Bezeichnung ausgetauscht, hat dann hier die 7 plus die 8 gemacht. Und hier dementsprechend dann E7 plus E8, dann hat es hier zusammengezählt. Wenn ich jetzt hier das weiterziehen würde, nach rechts ziehen würde, dann würde hier 0 hereinkommen, denn es wird hier eingetragen F7, F8 und hier steht ja nichts drinnen. Bei F7 und bei F8 ebenfalls nichts. Wenn ich jetzt hier etwas eintragen würde, dann würde man hier dementsprechend noch einen 3er eintragen. Wenn ich hier noch etwas eintragen würde, einen 5er, dann würde ein 8er herauskommen. Nur kann es manchmal eben der Fall sein, dass ich hier eine einzige Zahl dann zum Beispiel dazurechnen möchte oder wegrechnen möchte. Diese Zahl, die ich hier nehme, das nenne ich jetzt einmal magische Zahl, die möchte ich jetzt hier dazuzählen. Ich möchte jetzt zeigen, also was ist ein absoluter Zellbezug. Ich gehe jetzt hier herein, gleich, mache in dem Fall hier wieder eine Addition, klicke hierher auf diesen Dreier, wähle mein Plus, und gehe jetzt hier zu meiner magischen Zahl auf den 50er, in dieser Zelle H7, drücke Enter und ich bekomme das Ergebnis. Denn 3 plus 50 ist 53. Wenn ich jetzt aber hier das weiterziehe, bekomme ich das Ergebnis 6. Denn was ist passiert? Er hat wieder einen relativen Zellbezug gemacht. Er hat also es wieder verändert, diesen Bezug. Da steht hier dann die 9 plus I7. Und die 9 haben wir dann da herüber, das stimmt also, das ist dieser 6er, das ist die 9 und I7 wäre dann da herüben. Da steht aber nichts drinnen. Das heißt, er hat dann dementsprechend dann immer bei meiner Berechnung hier immer, ist immer um 1 nach rechts gegangen in seiner Bezeichnung, die er dann gewählt hat. Wenn ich jetzt hier wieder weitergehen würde, dann wirst du es erraten, was er dann macht. Er drückt dann, gibt dann wieder ein 6 ein, denn hier kommt er dann bei E7. Also bei E9 trage er den Wert dann, nehmen wir diesen Wert von hier und J7 wäre dann da herüben. Das heißt, ich entferne mich immer weiter dann hier von dem 50, den ich eigentlich möchte. Und was kann ich da jetzt machen? Da hilft mir jetzt dieser absolute Zellbezug. Klicke jetzt hier auf Entfernen. Klicke jetzt hier herein. Muss jetzt etwas machen. Ich gehe hinein, diese Bearbeitungsleiste und verändere jetzt die Angabe hier für H7. Ich trage jetzt jeweils dann ein Dollarzeichen vor dem H und vor dem 7 ein. Drücke wieder Enter. Da hat sich jetzt am Ergebnis einmal nichts verändert, aber wenn du jetzt hier schaust, ich ziehe es wieder nach rechts, ich arbeite jetzt mit absoluten Zellbezügen, dann siehst du schon, 6 wird plus 50 gezählt und hier wird H7 bleibt gleich. Das ist ein absoluter Zellbezug. Das heißt, wenn ich einen Dollar davor setze, bleibt der Bezug zu der Zelle immer gleich. Selbst wenn ich hier mit so einer netten Funktion arbeitet, die mir das Ganze dann automatisch verändert. Das heißt, wenn ich hier nach rechts gehe, trägt er mir ein 50 plus 6, hier 50 plus 8 und jetzt wird es dann spannend. Ich gehe dann hier weiter, da trägt er mir nur 50 ein, weil dieser Wert von 50 ist ja da und er trägt aber hier
Das ist hier noch ein relativer Zellbezug des G9. Trägt er mir hier G9 ein. Weil da habe ich ja noch keine Dollarzeichen dann hinzugefügt. Das heißt, mit dem Dollarzeichen sage ich Excel, dass es sich um einen absoluten Zellbezug handelt. Dass ich möchte immer, dass diese eine Zelle, der Wert in dieser einen Zelle immer gleich bleibt und der Bezug dazu dann dementsprechend dann auch aufrecht bleibt. Ja, ich hoffe, dass du jetzt verstanden hast, was man unter einem relativen und absoluten Zellbezug versteht. Und ich möchte jetzt zum Schluss noch einen Tipp geben hier bei Excel. Wenn ich jetzt also so eine Berechnung durchführe, hier zum Beispiel plus diese Zahl, plus diese Zahl, plus diese Zahl und plus diese Zahl, dann haben wir diese relativen Zellbezüge. Ich mache jetzt noch ein Plus. Und jetzt möchte ich hier dazu noch einen absoluten Zellbezug machen. Ich klicke wieder auf das 50. Und wenn ich jetzt noch die F4-Taste drücke, also diese F4-Taste, dann bekomme ich automatisch dann angezeigt bekomme ich dann automatisch dann hier diesen Dollar, Dollar H, Dollar 7 wird dann automatisch eingesetzt und ich muss es nicht mehr dann praktisch händisch machen. Drücke jetzt Enter und die Formel ist dann eingetragen. Und siehst du hier noch einmal C7, C8, C9, C10, H7. Wenn ich hier rüber ziehe, sehe ich dann hier die entsprechenden Werte und es bleibt immer hier dieser absolute Zellbezug. Ja, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit.